Herzlich willkommen zu einem weiteren Video über die Biosphäre. Heute werde ich die Eiswürfel, wie es auch in der Anleitung gegeben wird, in die Wolkenscheibe hineinlegen. Viel Spaß mit dem Video. Die Eiswürfel sorgen für den Regen in der Biosphäre. Dies wird so ablaufen, dass der aufsteigende Wasserdampf auf die Wolkenscheibe trifft und diese nach und nach Tröpfchen bildet. Diese Tröpfchen müssen abgekühlt werden, damit sie wieder fallen, und dafür sorgen die Eiswürfel oben auf der Wolkenscheibe. Bevor wir aber damit anfangen, möchte ich euch meine Pflanzen zeigen, wie groß sie schon in den letzten 4 Tagen geworden sind. Meine Kletterpflanzen sind schon fast so groß wie der Kunststoffbaum. Meine Klee sind halb so groß wie die Kletterpflanze. Ich habe auch einige Bilder während dem Wachstum aufgenommen, wo man richtig genau sehen kann, wie die Samen aufplatzen, wie die ersten Wurzeln rauskommen, wie es anfängt zu wachsen und so weiter. Übrigens kann man erkennen, wie sich die Klee am See nach rechts neigen, aber die immer noch gleich nach oben schauen. Dies ist so, weil ich mein Licht über der Kunststoffbaum gestellt habe. Hier habe ich mein Licht neben der Biosphäre gestellt. Jetzt schon wieder Eiswürfel. Die Eiswürfel kommen auf die Wolkenscheibe. Ihr müsst mit dem Strohhalm Luft in die Biosphäre einblasen, damit die Innentemperatur sich erhöht und die Verdunstung schneller ablaufen kann. Hier sieht man schon die ersten Tröpfchen. Und das Ganze beobachten wir jetzt mal. Ihr müsst natürlich nach und nach Eiswürfeln oben drauf legen, weil diese schmelzen. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.